Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4, die Nuka Lurks bringen Zocki um. Ja. Dass ein Teil des Eintrittsgelds den Männern und Frauen zugute kommt, die für uns in der Fremde kämpfen. Ja, schön. Ihr seht schon, ich habe meine Kollegin gewechselt. Wir haben unsere gute Ada mitgenommen und ich habe sie ein bisschen umdesignt. Ich hoffe, es reicht vom Schaden her und überhaupt. Sie macht auf jeden Fall mehr Schaden als ich. Waffenmäßig habe ich jetzt auch das mitgenommen, was wo ich am meisten Munition habe und ja, wo der momentan bestmöglichste Schaden rausschaut. Auf jeden Fall haben wir einen Skillpunkt noch zu vergeben. Achtung, eine und den Durchsage. Möchte ich. Der geht mir auf die Nerven, der im Lautsprecher-Typ. Ja, und ich möchte gerne diesen einen Skillpunkt hier beim Schnorrer reinbauen oder bei den Steambags. Bin schwer am Überlegen. Ich meine, es heilt eh nicht so schlecht. Kriegst du's? Nehmen. Den nächsten hauen wir hier rein. Weil ich brauche das. Unbedingt, wir brauchen. Was? Es besteht eine Chance auf Munition, wenn die letzte Patrone abgefeuert wird. Aha. Okay. Interessant. Gut. Wir möchten unsere Gäste. Das ist wahrscheinlich die letzte Patrone, wenn so ein Magazin vorbei ist, hoffe ich halt. Das wird das nicht besonders viel. Auf jeden Fall, wir probieren es jetzt nochmal. Endlich hat er aufgehört zu reden, aber es hilft ja nicht viel. Weil drinnen redet die Alte weiter. Naja, jedenfalls, ja. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Ich habe ein Scharfschützengewehr mit und ein Laserdingens aufgemotzt und aufgebessert. Ich hoffe echt, dass es was bringen wird. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Wie? Nur ein Schuss? Oh Gott. Ich dachte, es hat mehr. Naja, wie gesagt, es hat dafür 2000 Schuss. Und die Edda ist auch dabei. Ich hoffe, dass es was wird. Ich habe mir da echt versucht, Mühe zu geben. Ja, ich hätte vorher schauen sollen. Das schaut wieder super aus. Ja genau, den Globus nehmen wir mit. Was? Das nehmen wir auch wieder mit und das hier. Jetzt ist die Frage, ob wir zuerst die da drüben besiegen tun oder ob wir gleich da reingehen tun. Ich glaube, ich schau mal darüber. Ich hoffe, die Buffen da, die bringt sich was. Ich fürchte nicht. Ich glaube, ich werde eher auf Edda hoffen müssen, dass sie die Viecher irgendwie vernünftig umnietet. So. Ein Zipfelklatsch haben wir hier, ne? Komm nur her. Oh! Oh, das macht aber nicht schlecht Schaden. Ja, ja, ist schon. Edda? Du darfst gern. Ja, Edda macht Damage. Gar nicht so wenig. Boah! Ich glaube, wir hätten eine Chance. Haben wir die Erfahrungspunkte bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe sehr. Boah, Edda! Das ist ja geil, was du Schaden machst. Supi! Ich freue mich. Ja, unser Mädel, ne? Mädchenbauer, mein Lieber. Das... Boah. Da haut was hin. Das läuft. So, wieder ein paar Kaktus. Da hat man das Gefühl, dass man eher in diesem wilden Western-Park ist. Mir fehlt gerade... Boah, der hat gesessen, ne? Au, au. Boah, Edda. Ja, sie kann Sachen zum Explodieren bringen. Das habe ich so geskillt bei ihr. Der Deichsel, der kommt da schon. Warte, ich will dich auch treffen. Habe ich ihn getroffen? Ich habe keine Ahnung. Auf die Füße. Jawohl. Und auf den linken Arm vielleicht. Nicht viel gebracht. Auf den Torso, wenn es geht. Da. Ja, nachladen. Habe ich was getroffen? Ich glaube nicht, ne? Nein, nicht so.
Bäh. So vielleicht. Nochmal, wenn's. Ah, jetzt versteckt er sich. Das trifft ja gar nichts. Da kann ja keine Pünktchen kriegen, ne? Ja, genau, keine Angriffspunkte mehr. Würdest du. Sie hatten ja nur einen Schuss, das ist echt doof. So. Ja, sicher, nichts erwischt. Au! Ich bin hin. Ich hab's zu spät gesehen. Dreck, verdammter. Ja, peinlich wieder, ne? Super. Zu spät gesehen. Scheißen Dreck, echt. Ist jetzt der Skillpunkt wahrscheinlich auch weg, ne? Ja. Ist ja wieder typisch. Ist der Skillpunkt jetzt weg? Na, ist drin. Passt. Gescheißen Dreck, echt. Entschuldigung. So. Ja, ärgert mich gerade ein bisschen, dass wir nur einen Schuss hier haben, aber naja. Ich kam vor, der hätte mal mehr gehabt. Wahrscheinlich durch das Böde herummocken, ist das jetzt schlechter geworden. Ich meine, er macht zwar Schaden, aber bäh. Das ist ja kacke. Kommt der schon, ne? Fallen wir da nicht selber nach, das muss ich manuell nachladen. Das ist ja auch ganz, ganz praktisch. Rechter Arm, nein, ich hätte gern. Ich hätte gerne mal ein gutes Bein. Zwar nicht viel drin. Alter. Ich hätte gern den Torso gehabt. Ah, gekommen. Das brauche ich dann ja. Jawohl. Aber ich glaube, da kriege ich keine Punkte, ne? Schön, weil ich zu wenig Damage drauf mache. Falls überhaupt. Das ist wieder ungut. Hätte ich schon gedacht, dass wir wieder was kriegen tun. Was? Ist da noch etwas? Da bist eh nur du, ne? Hä? Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist noch so ein kleiner Mistkäfer. Au, was ist das? Hallo? Bist du das, Ras? Na, hier ist das so ein kleiner Mistkäfer. Ladest du nach? Weil das ist nervig. Hier hab was? Ja, ein bisschen. Aber nicht viel. Dann war das doch die Ada, die so viel Damage gemacht hat statt ich. Haha. Ja, sauber. Naja, aber so geht's. Dauert halt 20 Jahre. Aber irgendwann stirbt er auch. So. Ich will die Erfahrungspunkte haben. Vor allem von den Großen. Aber das ist halt blöd, wenn er da mehr Schaden macht als wir. Boah, das ist gerade echt ist übel. Aha, jetzt ist er. Edda, ich glaube, du musst helfen kommen. Ach so, ich muss mehrmals. Ach so. Jetzt komm ich mit. Aha. Würdest du vielleicht ballern? Naja, aber immerhin Erfahrungspunkte bekommen. Ach so. Ich bin ein Trottel. So schaut's aus. Eh nichts Neues, ich weiß. Ah, gut, na gut, haben wir 6 Schuss. Das gefällt mir schon besser. La la la, das Ei. Das Ei, Ei, Ei. Ja, bist du? Edda hat's gemacht. Was ist jetzt los? Alle 6 weg? Oh, alle 6 weg. Ach je, speichern. Da. Und weiter geht's. Irgendwo sind wieder die ganz großen, bösen, schieren Viecher. Achso, der schießt alle 6 auf einmal weg und bringt mir aber nichts. Das war auch nicht klasse. Da habe ich überhaupt keine Punkte bekommen. Da ging es mir vorher mit der anderen Waffe besser. Ein Gunner. Was macht denn ein Gunner da? Aha, da ist er schon. Da kommt schon das raus, so ein Kackviech. Oh, war ich das gerade? Wow. Boah, das war gerade cool, Edda. Nice. Aha. Wo sind wir denn da? Wieder haufenweise Ohrwirbel. Bist du hin? Wer ist hin?
Noch jemand? Au, au, au. Wer bist du? Wer warst du? Du Käfer? Du schierer Käfer? Natürlich treffe ich nichts. Was? Jawohl. Geht ja. Die Eier nehmen wir mit für ein leckeres Omelett. La 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 la. La 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 la. Zementsack. Jawohl. Kaffeetablett. Kann ich eigentlich schon. Geht eigentlich schon her. Ich habe keine Ahnung, ob das so richtig ist, wo wir da hingehen. Was ist mit dir? Aha. Ich hätte vielleicht auch die drübere Tür zuerst nehmen sollen. Ich schaue mich mal hier um. Vielleicht kommt man so quasi in einem Kreis wieder zusammen. Ich fürchte nicht. Wo sind wir da? Ich bin da. Mein Fuß ist nur kaputt, aber sonst ist alles gut. Ja, das macht echt schön Damage. Hohoho. Edda? Also, sie ist, ja. Sie ist verwundet. Wo bist du? Ich würde um bitten, aber ich habe keine Ahnung, wo der Depp ist. Ist er? Ich glaube ja. Alles gut mit dir, Mädel? Ja, wieder voll machen. Okay, die Waffe ist gar nicht so schlecht, wenn man weiß, wie sie richtig funktioniert. Schön voll machen. Sie kann zwar nur einmal schießen, aber wenn du sie voll machst, ist sie echt übel. Da geht's ab. Da fährt sie durch, die Waffe. Schnapsglas im Spind. Die Arbeit muss hier wirklich schwer gewesen sein. Ein abgenutztes Klemmbrett. Mehr nicht. Oh, doch hier. Munitionchen. Ja, gerne nehmen wir das mit. Gerne, gerne, gerne. Da oben ist nichts. Na, passt. Gerne nehmen wir das mit. Hallo, was gibt es hier Schönes? Eine Glasschale. Klebeband. Ja. Ein Durchgang. Oh, weia. Viele Wege. Um, ja. Eine Waffenbank. Ja, ja. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch gerne mit. Ja, wieder mal diese Coca-Cola-Schleifen-Dings da. Das haben wir auch alles schon brav. Da hängt nichts. Schauen wir hier rauf. Aha, ja genau. Da steht der Geschütz. Das Geschützturm. Oder die Geschütztürme, besser so. Ist hier noch eine Tür? Aha. Sind wir da herum. Und jetzt ist fertig. Mhm. Okay. Es ist halt echt die Frage, wie wir am gescheitesten tun sollen. Drüben ist noch eine. Also das ist ja die Tür. Schauen wir halt mal da durch, ne? Da rein und durch und überhaupt. So. Ich glaube, wir sind eh schon da. Ja. Ja, ja, wir sind schon hier. Ich kenne mich schon aus. Ich kenne mich schon aus. Dann entsperren wir gleich mal. Ehe nicht das noch irgendwie. Ah ja, freilich. Bricht nur ab. Hast du nicht. Ja, ja. Aha, jetzt dreht er sich mal. Gut. Das wird zu viel sein. So. Na, fast. So. Ja. Geschafft. Bravo. So, die Schere. Ja. Da auch noch. Ja, sicher bricht er ab. Diese Haarklammern von heute. Ach. Das wär's. Beste Qualität aus China. So. Irgendwann muss dieses große Ekelviech sein.
da hinten. Ich glaube, der kommt gleich. Gib mir her dein Zeug. Fahren Sie mindestens 8 Stunden nach dem Genuss kein Fahrzeug und bedienen Sie keine schweren Maschinen. Ja, diese Warnung habe ich letztens gemeint, ne, was hier ausgesprochen wird. Das ist so. Ich habe nicht getroffen. Ich glaube, ich dran. Jetzt aber. Ui, da. Auffüllen, füllen, füllen, füllen. Jawohl! Sauber! Trinken Sie Nuka-Cola Dark nicht? Sauber! Na, ich will das gut. Danke. Ja, das lief gut. Ich mag die Buffen. Ich nehme alles zurück, was ich Schlechtes über diese Waffe gesagt habe. Ich mag sie. Wie kommst du hier rauf? Hm? Erklär mir das mal. Du hast hier kein Schamel und nix. Wie kommst du da hoch? Gar nicht. Richtig. Warum stellst du das dann darauf? Damit schön ausschauen, du. Ja. Ach so. Wohin zuerst? Ich weiß halt. Auf jeden Fall mal speichern. Die Welt der Erfrischung, ja. Ich meine, das schaut schon cool aus mit dem blauen Nuka-Cola Quantum, ne? Au. Au. Jetzt haben wir wieder alles verschossen. Au. Au. Der ist einfach so gestorben. Das war Eda. Du bist schuld. Ingo. Ah, hallo. Hinter dir. Kuckuck. Hallo? Was bist du für dämliches Viech? Hallo? Ich will auch. Und zwar, Eda, geh weg mal. Ich will ihn auch treffen. Mach mal halt so. Mist. Ja, immerhin. Hat gezählt. Passt, bin schon zufrieden. Bin schon zufrieden. Das geht gut mit Eda. Diesmal schaut es nicht so verzweifelt aus für uns. Wie beim letzten Mal. Ja, ja, Eda, die Kleinen kannst du ruhig kaputt machen, da bin ich ja auch gar nicht böse. Was? Achso, ja, das ist schon. Irgendwo müsste jetzt noch so ein großes Saufig sein. Ich habe keine Ahnung. Ach so! Ach so! Alles klärchen. Da kommen wir wieder ran. Alles klar. Aua! Aua! Ist jetzt ruhig? Willst du bitte sterben? Scheiße, Sann. Danke, Eda. Nice. Ich bin entzückt. Ja, sie treffe ich nicht, ne? Du bist Viech. Jetzt aber. Na, und nachladen. Eda? Stillhalten. Jawohl. Sehr gut. Oh, ich freue mich wieder aufs Kochen. Das werden wunderbare, schöne, leckere Omelettchens. So, füllen wir gleich wieder mehr auf, weil da früher ist sowieso wieder so ein Kackviech. Mann, das läuft ja echt gut mit der Waffe. Ich mag die Waffe. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Waffe mag? Wo bist du? Jo. Aua. Saufviech. Voll machen. Willst du mich hauen? Ich werde dich gleich verhauen. Au, Eda. Kommst du bitte, meine Gute? Und hilfst du mir? Danke, schon sehr viel besser. Vielen Dank. Ja, mach mal auf. Nein. Irgendwas hat es da gerade zerrissen. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das so gesund ist, wenn wir da rangehen. Aha, ich sehe es schon. Die bringen da gerade mein Lieblingsviech um. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss weg. Oh mein Gott. Da geht's schon wieder ab. 5. Seht ihr das gerade richtig? Wo rennst du hin, Schoppel? Na, da drin war keine gute Idee. Was hast du jetzt getroffen? Ja, ich bin im Eimer, ne? Wo zielst du hin, Schoppel? Geh weg da! Echt, du bist das allerletzte Mädel. Geh sterben, du!
Dreckswamm. So, geht ja. Ja, 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 ist gut. Was? So, wo ist es noch so ein... Da oben. Ich glaube, sie sehen die nicht. Weg ist sie. Noch so ein Miststück. Ich glaube, zwei gibt es noch, ne? Wow. Wenn ich vom Teufel rede, ne? Da ist ja schon. Tschüss. Puh. Noch wer? Hallo? Noch jemand? Komfort, da fehlen noch ein oder zwei. Ja, ja, da drüben ist er. Ja, 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 ist schon gut. Komm her, du Feigling. Ah. Ist jetzt Ruhe? Alter, ist jetzt Ruhe? So viel Schrott, ey. Puh. Ich glaube, wir haben es überstanden. Schön. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Ich freue mich. Aha, von da wahrscheinlich hergelaufen gekommen irgendwie. Boah, ey. Du blöde Kuh. Was? Beep? Es gibt kein Beep. Hör auf den Beep. Da ist noch eine Tür. Und doppelter Geschmack. Und Alter, wo führt denn das alles hin? Blaue Leuchten. Ich weiß ja gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Was meinst du, Edda? Wo schauen wir zuerst rein? Da also, geht's raus. Lehnen Sie sich zurück und entspannen. Aber wir haben schon gesäubert. Echt? Was? Wir haben schon fertig gesäubert? Das kann nicht sein, oder? Wirklich? Willkommen in der Nuka-Cola-Welt. Also, das würde mich jetzt schon ein bisschen enttäuschen. Mit einem ja, ja. Erst auf zum Ballern. Blödes Gerät. Sie treffen nichts, ist ja logisch. Hey, das war gemein jetzt, Edda. Ich wollte noch die Punkte haben. Das ist immer so voreilig. Ich glaube immer, ich bin so schlecht. Ich meine, ich bin ja auch so schlecht, aber trotzdem. Das ist nicht nett. Ich hätte es schon geschafft, Mädel. Ja, hätte ich irgendwann mal. Da ist uns nichts. Zurück und entspannen Sie sich, während wir Sie durch die Nuka-Cola-Welt führen. Bitte, wo sind wir denn da? Das gibt's ja nicht. Ist der hin? Ja, ich glaube, der ist hin. Na, der ist nichts hin. Also der halt nicht. Boom. Jawohl. Hat Spaß gemacht. Du sagst es. Geschade, jetzt ist der im Eimer. Gerade die sind lukrativ. Da, 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 da. Eier gibt es hier keinen. Doch hier. Eier. Au. Ist das schon hin? Schaut so aus. Gut. Gut. Und hier eine besondere Überraschung. Das Eier. Ja, ja. Na toll, nichts erwischt. Was ist denn jetzt? Alter! Das Flammenleuchten ist nicht nur Kosmetik, Leute. Quantum enthält eine super geheime Zutat. Ja, die einen krank macht, genau. Ganz genau. Die macht dich nämlich so richtig krank, wenn du das Zeug saufst. Aber wer will denn ewig leben? Richtig, niemand. Da ist eine Powerrüstung. Wie kommt man eigentlich zu der Powerrüstung hin? Halt, boah, Edda. Ida. Wie kommt man da hin? Da? Soll? Irgendwie? Hm. Na, nix, Mama und Papa. Aus. Keine Ahnung. Kann ich da was einschlagen oder eintreten? Warum geht die Tür nicht auf? Piep. Ja, kannst du Piep machen. Klumpert. Halt, da liegt noch jemand. In der Abfüllanlage kommt unser schwarzes Gold in unsere neuen, supermodernen Raketenflaschen. Nehmen wir auch noch mit. Fast aufgeladen, Zimmer.
Okay, je. Ich glaube, wir sind einmal ganz rundherum, ne? Das muss ich auch noch mitnehmen. Das ist ja eine Quest. Wofür, weiß ich nicht. Aber vielleicht kommen wir mal dahinter. Gut, hier sind wir fertig. Ich habe ausgeraubt. Passt. Dann müssen wir hier wieder hoch und hier rüber und da hoch und da rüber. Weil wir haben noch eine Tür. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. So, jetzt mit einem. Das nehme ich gerne mit. Aha, ja, sicher bricht er wieder ab. Du Mistfink. So ist gut. Wie schön, ja. Was? Ja, ja, ist gut. Ja, ja. Super geheime Zutat, ja. Dann nehmen wir alles gerne mit. Was? Ich laufe mal kurz aufs Dach, um zu sehen, ob das irgendeine militärische Übung ist. Casey. Hier produzieren wir das neueste Mitglied der Familie. Aha. Was haben wir da? Passwort erfordert. Ich glaube, ich habe den einen Computer auch nicht gemacht. Ne, fällt mir gerade wieder ein. Ja, ich bin so schlau. Bin einfach an dem vorbeigelaufen. Muss ich auch noch machen tun? Nein, ist natürlich falsch. Natürlich ist es falsch. Ja. Ja, Glück gehabt. Super. Notenergie. Auf Subsysteme zugreifen. Sicherheitstürensteuerung. Subsysteme? Was machen wir da? Zugriff auf das Subsystem. Kann aufgrund eines unbekannten Fehlers nicht hergestellt werden. Bitte verwalten, bitte Verwaltung und Reparaturpersonal benachrichtigen. Ja, ich glaube, die gibt es heute nicht mehr. Aber die Türentriegelung könnten wir eventuell machen. Also Sicherheitstüren-Dings, bla bla. Tür öffnen. Vielleicht ist das die jetzt für die Powerrüstung. Nuka-Cola Quantum. Gibt es noch mehr von diesen Dingen da? Hier irgendwo? Das halt. Das blaue Leuchten ist nö. Nicht nur Kosmetik, Leute. Quantum enthält eine super geheime Zutat, die ihnen einen atomaren Energieschub verleihen wird. Ja, wahrscheinlich explodiert es dann von innen heraus. Puff, und aus ist. Halt, was ist da? Ah, Kaffeetasse. Wir das neueste Mitglied der Familie. Nuka-Cola Quantum. Wie die das immer so fröhlich sagt, ne? Ja, wenn du das trinkst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du endlich abnippelst. Alter, das schaut so ungut aus, wie das hergestellt wird. Echt. Pff. Aber die Leute scheint es trotzdem geschmeckt zu haben. Ja, mit ausreichend Geschmacksverstärkern kannst du sogar Äpfel nach was anderem schmecken lassen, ne? Das ist ja komplett wurscht. Und verkaufst das dann einfach als gesund. Das ist halt schon krass. Also ich find's krass. Seitdem ich mal diesen, Entschuldigung, Fruchtdiger probiert habe, springe ich auf solche Dinge nicht mehr an, ehrlich gesagt. Das schmeckt so künstlich irgendwie. Es tut mir echt leid. Ich will jetzt keinen kränken, aber... Puh, da... Na, ich gehe raus. Ich gehe raus. Entschuldigung, ich muss wieder reingehen. Ja, wir sind hier noch nicht fertig. Ich habe noch mindestens ein Terminal zu machen und. Ah, ja. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir, ist irgendwie schade um die ganzen Kinderchens, ne, die da eigentlich aus meiner Sicht schon bald angelogen werden. Ich habe noch nie... Was ist denn da drin gewesen? Apfelsaft? Ich weiß es gar nicht mehr. Was? Nuka-Cola-Abfüllanlage. Ach so. Ah, ach so. Ach so, da geht's weiter. Ach du liebe Zeit, Kronkörkchen. Kronkork ist, meine ich. Kronkorken. Ich bin überladen. Ja, das passt eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass wir hier sind. Edda, meine Gute, du musst schleppen helfen. Du bist eine Roboterdame.
Ja, du kannst das, keine Sorge. So, das kannst du mal alles haben. Warum habe ich jetzt einfach nur mal zwei von denen? Ich hatte doch mal viel mehr. Ah, das rechte Bein ist schon im Arsch. Natürlich. Selbstverständlich hat sie angezeigt. Nimm mal den gesamten Schrott da bitte. Drücken. Alter, wie viel ist denn das noch? Boah, die Äther kann ganz schön schleppen, die gute. Hoho. Geht da auch noch was? Das und das und da vielleicht noch? Ja, freilich. Her damit, ne? Die nimmt alles. Äther nimmt alles. Die schleppt. Die schleppt. Das glaubt man nicht. Wie kann das, mein Lieber? Ich freue mich schon wieder aufs Reparieren. Kackviech ist unterwegs. Oh. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt Nachschub. Oh. Falsche Taste. Ist das wahr? Jawohl. Simon, du hast gefallen. Was bist denn du? Was bist denn du? Luca Lurkerkor, was? Ich muss ja. Alter. Alter, um Gottes Willen. Was habe ich getan? Boah. Mami, hilf. Zwei? Wieso zwei? Alter, altes Haus. Mich trifft der Schlag. Da sind noch mehr. Mich trifft der Schlag. Edda, ich bleib hängen. Wieso häng ich? Edda, steh auf. Alter. Edda, Dofi, steh auf, hab ich gesagt. Ja, jetzt bin ich hier, ne? Wie soll ich das schaffen? Ohne Edda. Steht sie mal. Ich glaube, ich dran. Edda, tust du heute noch was? Nö, der hat keinen Bock. Ich klemm hier fest. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich hab nichts mehr zum Essen. Gar nichts. Okay. Das ist heftig. Keine Ahnung, wie man... ja. Edda hat jetzt nix. Nö, die hatte keinen Bock zum Helfen. Der ist das jetzt gerade komplett wurscht gewesen. Du blöde Mistkuh. Brauchst gar nicht zu schauen. Wieso hilfst du mir nicht? Boah, ist das übel. Wieso hilfst du mir nicht? Ich schau nicht so. Das war jetzt echt nicht nett von dir. Dass du mich da einfach so hängen lässt. Die Viecher sind stark. Ja, ich, Depp, hab ihn vergessen. Würdest du jetzt mal die Waffe ziehen? Echt, das ist unglaublich. Ja, natürlich überladen, ne? Edda, du musst kämpfen, verstehst du? Du musst auf diese Viecher einschlagen. Ich kann das alleine nicht, ja? Ich brauche unbedingt deine kompetenten Fähigkeiten, verstehst du? Sonst wären wir da nicht fertig, Mädel. Ja, das ist echt gemeint, dass man nicht gleich sagen kann, den gesamten Schrott rüberschicken. Ja, würde ich gern. Dann brauche ich nicht 20 Mal drauf klicken, bis die Tastatur einen Geist aufgibt. So. Edda, und jetzt, verstehst du mich? Jetzt gibst du Gas. Wir speichern da auch natürlich. Jetzt zeigst du, was du kannst. Hörst du, Edda? Hörst du? Das ist nämlich übel. Hier. Übel. Viele hochgradig fiese Arschlochviecher. Maya Lurk-König ist schon wieder da. Kommt schon wieder einer. Oh mein Gott. OMG. Ja, natürlich. Nein. Jetzt. Nix erwischt. Müssen wir verarschen. Nix erwischt. Na, nicht das. Du sollst da rüber.
den da am Arm treffen. Hat es was gebracht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Munition. Füll auf den Dreck. Du musst Edda heilen. Edda. Da, steh auf. Für die Menschheit. Ja, ich schnapp sie. Wenn ich wüsste wie, passt der es einmal hin. 102 gibt der. 102. Bist du deppert. So, dann, füllen auf. Torso, schießen. Dann, füll auf. Torso, mach. Mann, ey. Schießen. Nervig. Weg ist er. Alter Schwede. Mal was essen. Da kommt noch wer? Hör auf, ich will nicht, dass wer kommt. Edda, wo bist denn? Edda? Dofi? Mädel, wo bist denn hin? Da steht sie da oben. Au. Ich hab's gewusst, dass der mich erwischen wird. Lad auf! Ey, der ist so doof, ey. Roboter, ne? Da oben ist noch einer. Das ist da oben einer. Alter, ich glaub, mir trifft der Schlag. Edda, hilf mal. Chopper, hallo? Da ist noch so ein Scheißkäfer. Ist wieder voll umzingelt, ne? Natürlich ist sie im Arsch. Ja, wir sollen das schaffen. Drei. Würdest du laden? Die blöde Waffe geht mir nervt. Echt. Es ist ja nicht zu glauben. Du erledigst, ja, genau. Du erledigst. Nix. So, der ist hin. Würdest du... Hallo. Du sollst drücken. Ist ja nicht zu glauben, sowas. Na, endlich bist du hin. Du Saufviech. Noch so ein Scheißkerl. Geh auf damit. Lade. 30 Jahre. Gut. So, Torso. Passt. Das ist noch so ein Dreckskönig. Lade. Du sollst laden. Was tust du denn, du Depp? Ach, das ist echt nicht zu glauben, oder? Du sollst deine Scheißwaffe. Was bist denn du? Eine Meierlorg-Königin? Jetzt hört's aber auf. Das kann jetzt nicht euer depperter Ernst sein, oder? Jetzt kann dann... Ich habe keine Atombombe mit. Jetzt kann da unmöglich eine Meierlörg-Königin sein. Wie soll man das jetzt schaffen? Und die Edda hat sich irgendwo festgeglitscht, dass ich sie ja nicht heilen kann. Oh, es ist ihr nicht zu glauben. Es ist doch nicht zu glauben. Mach was, du Kack-Ausdauer. Wofür habe ich Ausdauer? Für nix. Lad auf, den Dreck. Quietschendes Klumpert, echt. Lad auf, den Scheiß. Boah, du nervst. Edda, ich schwöre, du bist gekündigt, wenn das hier vorkommt. Wenn das doch irgendwie gut über die Bühne geht. Bist du gekündigt, ich schwör's dir. Alter Fetzen, alter Schwede, ich glaube, mir trifft der Schlag. Jetzt ist da unten eine Meierlöck-Königin. Alter, manchmal wäre eine Facecam nicht schlecht, ne? Hättet sicher euren Spaß. Alter Schwede, das gibt's ja nicht. Warum eine Meierlöck-Königin? Warum? Was habe ich denn verbrochen? Wo ist denn hin? Diese hässliche... Ich habe keine Atombombe mit. Ich habe sie nicht. Ich kann nur probieren, mich wegzuborden, eine Atombombe zu holen. Wir haben Munition einmal genügend. Weil ich glaube nicht, dass das was bringen wird. Ja, gar nichts, ne? Das bringt sie überhaupt. Null.
Null. Null, Komma null. Ja, ohne Atombömmchen geht da gar nichts, ne? Edda, meine Gute, wo bist du denn überhaupt? Wo ist Edda hin? Wow, was bist du? Du bist ja nochmal so ein Kackkäfer, das gibt's ja nicht. Hallo? Ja, wie wär's mit anvisieren? Ja, super hingehauen. Ja, das kannst du schon komplett vergessen. Edda, ich krieg dich nicht zum Heilen, das ist ein Wahnsinn. Ja, ja, ist schon gut. Bleiben wir da oben. Ich glaub, mich trifft der Schlag. Nuka-Lurk-Königin. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt hinkriegen. Ohne Atombömpchen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir eins brauchen werden. Ich muss versuchen, hier weg zu porten. Wieder versuchen, hierher zu porten. Und muss mir eine Atombombe holen. Da will ich sagen, ich speichere hier mal. Wir beenden den Part hier. Und hoffen das Beste im nächsten Part. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!